Moin moin Kameraden. Der Kryptomarkt ist weiter heftigst am Fallen, wie ihr jetzt hinter mir auch schön sehen könnt oder hier. Ich blende es auch gerne nochmal für euch ein. Und eine der wichtigsten Punkte ganz am Anfang, habt eure Kryptowährung wirklich auf eurem Wallet, dort wo ihr auch die Private Keys habt. Weil hier jetzt Celsius, einer der größten Kryptokreditanbieter, lässt euch eure Coins nicht mehr abheben. Unglaublich. Und sogar Nuri hat deshalb Probleme, jetzt eben vielleicht wirklich Zinsen euch anzubieten. Also auch dieses deutsche Unternehmen kommt da unter Druck. Und deswegen nochmal, seid vorsichtig in der aktuellen Phase. Es geht nicht nur um Krypto, sondern der gesamte Finanzmarkt ist wirklich gerade am Bluten. Und man sollte doch die nächsten Monate die Märkte eher beobachten, langsam machen, wie ich euch in dem witzigen Video mit der Katze und vorher in dem Video schon gezeigt habe, ist aktuell nicht die Phase, wo man in Altcoins geht, sondern kauft euch lieber Bitcoin und schaut erstmal, dass es einen stabilen Bitcoin-Kurs gibt, einen starken Bitcoin-Kurs. Dann können wir erstmal langsam darüber nachdenken, wieder in eine Altcoin-Phase zu gehen. Und sonst versucht einfach Bitcoin nach und nach zu kaufen. Denn Bitcoin ist und bleibt die Zukunft und könnte vielleicht sogar alle Kryptowährungen, alle Altcoins, die es da draußen gibt, zunichte machen. Denn Bitcoin ist eben das einzige Gut dort draußen, die einzige Kryptowährung, die es wirklich schafft, komplett dezentral zu sein. Klar, wir hinterlassen oder müssen dann von der Skalierung sprechen, die wir dann eben nicht wirklich erreichen. Aber mit Bitcoin ist alles machbar, wie eben dieses Web 5. Und alle anderen Coins können einpacken, wenn Bitcoin es wirklich schafft, dass dort Smart Contracts umgesetzt werden können. Schaut euch zum Beispiel Solana an, hat immer wieder Netzwerkausfälle, wird auch hier, ich zeige euch nochmal den Kurs, richtig abgestraft. Ob man dann wirklich in solche vielversprechenden Blockchain-Projekte nochmal einsteigen soll, obwohl die ihr Versprechen eben nicht halten, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Im Kryptobereich bleibt Bitcoin King. Und das Allerwichtigste, was ihr gerade für euch machen solltet, ist, geht mit wenig Risiko in die ganze Sache und versucht so viel Geld wie möglich aktuell zu verdienen. Versucht einen richtig fetten Cashflow aufzubauen, dass ihr Geld noch und nöcher bereit habt, dass ihr dann in die Märkte pumpen könnt, wenn auch wirklich, sage ich mal, die tiefsten Ebenen erreicht sind. Ich sage jetzt einfach mal salopp, ohne jetzt groß irgendwie auf Chartanalyse oder sonst etwas einzugehen, dass locker ein Bitcoin-Kurs von 18, im schlimmsten Fall vielleicht von 15.000 US-Dollar möglich ist. Von daher, wenn ihr noch gar keine Bitcoins habt, buttert jetzt mal ein bisschen was rein. Wenn ihr überlegen seid, soll ich nachkaufen oder nicht, buttert jetzt ein bisschen was rein. Aber nicht alles, wartet noch. Es kommen bestimmt noch die ein oder anderen Möglichkeiten auf uns zu. Und dann können wir auch, wie wir es früher gesehen haben, hier in manchen Bereichen schön günstig einkaufen. In solchen Phasen schön einkaufen und dann hier teuer verkaufen. Und wir hatten es ja auch schon mal vorher, wenn ich das jetzt hier noch mal ein bisschen größer mache, einen Moment, kann ein bisschen dauern, dass man dann eben in diesen Phasen einkauft, dann hier verkauft oder dann eben in Phasen, jetzt habe ich leider ein bisschen was verschoben, werde ich später wieder berichtigen, dann in solchen Phasen, wo man hier einen fetten Crash, sage ich mal, hatte, kann man hier nochmal einkaufen und dann verkaufen. Ist jetzt alles ein bisschen spiegelverkehrt. Folgt meinem YouTube-Kanal, folgt den Instagram-Kanal, folgt allem und dann habt ihr alle wichtigen Infos.